du möchtest mit deinem Reisemobil autarker unterwegs sein, dann ist die Solaranlage genau das Richtige für dich. Was genau ist eigentlich eine Solaranlage? Kurz gefasst ist es einfach ein weiteres Mittel, um deine Autobatterie aufzuladen, und das machst du mit Hilfe der Sonnenenergie. Die Solaranlage wird immer aufs Dach verklebt, und der Grund, weshalb wir es verkleben, ist, dass wir einfach beispielsweise weniger Probleme mit Undichtigkeiten haben, wenn wir da jetzt ins Dach was Neues reinbohren. Das Schöne an der Solaranlage ist, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Entweder es gibt eine kleine Solaranlage, also ein Solarpanel, was 120 Watt hat, oder es gibt sogar ein sehr großes Panel mit 240 Watt. Wenn du eher der Typ bist, der beispielsweise nur ein, zwei Tage in seinem Urlaub mal autark steht, dann würde ich eher das eine 120 Watt Solarpanel empfehlen. Aber wenn du dann doch eher der Typ bist, der dann schon mal ein bisschen länger autark steht, dann ist auf jeden Fall die 240 Watt Solaranlage ein Must-Have. Zu der Solaranlage gehört natürlich auch nochmal ein dementsprechender Solarregler. Den findet man hier eigentlich immer in den Hängeschränken, und in dem Fall verbauen wir jetzt auch einen Votronic Solarregler. Der variiert natürlich auch nochmal, ob du dich jetzt für die Solaranlage mit dem einen Panel entscheidest oder dann doch für die größere mit den zwei Panelen. Der absolut große Vorteil hier bei Solaranlagen ist, dass man natürlich viel autarker ist. Das heißt, man ist auch zusätzlich nochmal unabhängiger von weiteren Campingplätzen. Wenn du jetzt beispielsweise der komplett autarke Typ bist, der sich für das große Solarpanel, also sprich 240 Watt entschieden hat, kann ich zusätzlich auch nochmal unsere Lithiumbatterie empfehlen, da die wirklich komplett ideal ist, um autark zu stehen. Der Vorteil hier an der Lithiumbatterie ist, dass es viel effizientere Ladezyklen hat. Das heißt, die Lithiumbatterie ist viel langlebiger und man spricht immer so von circa 10 Jahren Nutzung von der Lithiumbatterie. Im Vergleich zu einer AGM-Batterie ist das halt eben schon enorm. Ein weiterer Vorteil ist, dass es hier auch nochmal eine App gibt für die Lithiumbatterie. Man kann nämlich hier ganz ohne Probleme über die App auch nochmal sehen, wie viel gerade die Batterie verbraucht, beziehungsweise wie viel in die Batterie auch durch das Solarpanel eingespeist wird. Und man sieht natürlich auch immer über die App den Ladezustand. Und möchtest du jetzt autark auch noch deine 230 Volt Steckdosen benutzen, da gibt es dafür natürlich auch eine ganz einfache Lösung, und zwar der Wechselrichter. Den bieten wir natürlich auch bei Reisemobilitär an. Und du fragst dich jetzt, wo man die Solaranlage, die Lithiumbatterie und den Wechselrichter fachmännig einbauen lassen kann. Ganz klar bei uns, bei Reisemobilitär. Wir haben Filialen in ganz Deutschland verteilt. Komm einfach vorbei und frag nach, und wir bekommen alles für dich hin.